katalonische Gebärdensprache und die spanische Gebärdensprache. Und auch in Finnland, da haben wir zum einen die finnische Gebärdensprache und dann die finnisch-schwedische Gebärdensprache, die eben auch von verschiedenen Gruppen benutzt wird. Das habe ich nicht darauf geschrieben auf die Folie, aber es gibt auch noch was anderes. Es gibt Island, ein kleines Land, und dass da ein starker Einfluss liegt, das hatte ich jetzt hier noch nicht vermerkt. Das sind, also eigentlich müssen wir deswegen in Europa von 30 Gebärdensprachen sprechen. Ja, ich komme dann jetzt zu einem ganz neuen Buch, und zwar, das kann man vielleicht hier vorne mal zeigen. Hallo, Lutz, kannst du das mal hochhalten? Genau. Das ist 2010 erschienen, und dieses Buch zeigt eben auch die Zahlen und Statistiken zum Thema Gebärdensprache, Gebärdensprachanerkennung und zu der Situation, die wir hier in Europa haben. Und es hat sich aber jetzt durch die UN-Konvention sehr viel geändert. Und wir haben uns beim EOD hingesetzt und ein neues Buch dazu rausgegeben. Das ist am letzten Freitag jetzt fertig geworden und wird dann am Mittwoch beim Europaparlament auch verteilt. Das ist ein ganz neues Buch, das kann ich leider noch gar nicht zeigen. Und das ist ein sehr wichtiges Instrument für die gehörlose Gemeinschaft, weil das erste Mal eine Ratifizierung auf internationaler Ebene gab, eine Anerkennung. Das ist ein Rechtsdokument, also was jetzt nicht nur auf europäischer Ebene gilt, sondern auf internationaler Ebene und Gebärdensprache eben auch beinhaltet. Der WFD, also der Weltverband der Gehörlosen, hat sich da auch eingesetzt und hat sich da engagiert, dass Gebärdensprache aufgenommen wird in die UN-WRK. Und das war ein sehr langer und schwieriger Prozess, aber es hat dann am Ende geklappt. Wichtig ist, dass die UN-Konvention normalerweise nur in einem Land ratifiziert werden kann. Aber wir haben das erste Mal, dass die EU das ratifiziert. Und das bedeutet, dass die EU im Dezember 2010 das ratifiziert hat, die UN-WRK, und dass das jetzt auch umgesetzt werden muss in europäisches Recht. Vielleicht haben Sie schon gehört, es gibt auch eine Übersetzung in DGS, das kann man sich angucken. Also insofern, der Text ist relativ kompliziert und man versteht das nicht so gleich auf den ersten Blick, aber es gibt ja die Situation, dass wir vom Gebärdenwerk eine Übersetzung haben. Da gibt es auch jemanden, der daran beteiligt war, der sitzt hier in der ersten Reihe, und der WFD, der hat eben auch die Möglichkeit, sich das anzugucken, und man kann sich die Übersetzung eben im Internet anschauen. Und zwar gibt es der erste wichtige Artikel, wo Gebärdensprache vorkommt, das sind eigentlich zwei, ist einmal die Situation, was sind eigentlich Sprachen? Also das ist eine Begriffsdefinition, Begriffsbestimmung, was sind Sprachen? Und da wird, da kommt das Wort Gebärdensprache eben auch vor. Und es gilt auch für Geschuckt an den Schulen, da ist Gebärdensprache noch nicht Usus. Also es gibt viele Lehrer, die können überhaupt keine Gebärdensprache. Also insofern, das ist ein ganz, ganz wichtiger Artikel. Und Lehrer, die keine Gebärdensprache können, sind dann schon eine Barriere. Also dieser Artikel ist ein sehr wichtiger Artikel. Dann geht es um den Artikel 30. Das ist der Artikel, der sich mit dem kulturellen Leben, also Kulturtage zum Beispiel, beschäftigt, oder auch mit dem Thema Freizeit, Fernsehen, Untertitel, Gebärdensprachdolmetsch-Einblendung, oder aber auch, wenn man ins Kino geht und Untertitel sehen möchte, oder aber ins Museum zum Beispiel und da nichts mitbekommt, oder aber auch Sport, also zum Beispiel nach sich zieht. Dann, wenn man an Großbritannien denkt, ist es so, das Thema Mediengesetze ist da ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es gibt über 80% der Sendung werden untertitelt, und das wird auch so dargestellt. Aber wenn man an Deutschland denkt, an ZDF zum Beispiel, da kann man sich Sendungen, die man im Internet guckt, nicht mehr untertitelt angucken. Das ist in England kein Problem. Und 5% der Sendungen werden durch Gebärdensprache eben nochmal übersetzt und gedolmetscht. In Schweden ist es so, dass es eine spezielle Gesetzgebung gibt, wenn ich ein gehörloses Kind habe, was in die Gehörlosenschule geht, zum Beispiel als Eltern, und wir haben keine Ahnung von Gebärdensprache, dann bezahlt die Regierung uns Gebärdensprachkurse. Also das sind jede Woche 4 Stunden, das ist eine ganz gute gesetzliche Grundlage, und das ist klar geregelt, und Gebärdensprache kommt da eben auch drin vor.
Dann gibt es auf der anderen Seite auch Negativbeispiele, wo Gebärdensprache eben nicht anerkannt ist. Dann Bulgarien. Gut, vielen Dank für den tollen und interessanten Vortrag. Der hat viele neue Aspekte mir gezeigt. Es deckt sich vieles auch mit meinen Erfahrungen. Das heißt also, oftmals verbleibt das Ganze auf der theoretischen Ebene verhaftet, aber leider nicht, findet keinen Eingang in diese praktische Geschichte. Ist das so vielleicht besser? Entschuldigung, danke. Das sind Erfahrungen, die ich habe, die Menschen ansetzen, die Dinge nicht kommen. Es gibt Gesetze, aber man hat letzten Endes nichts davon. Denn Papier ist ja sehr geduldig. Und ich glaube, dass diese Anerkennung natürlich das eine ist und ich glaube auch, dass es wichtig ist. Aber hier in Deutschland oder ganz konkret in Berlin, wenn man sich die Schulgesetze anguckt, dann sind das immer noch ganz alte Sachen. Die sind schon lange verhaftet, dort ist schon lange die Anerkennung da. Aber die Lehrer sind auch verpflichtet, Gebärdensprache zu lernen. Ich sehe aber nicht, dass irgendjemand es tut. Und ich frage jetzt nach dem Sinn und dem Verstand dieser Gesetze. Was nützen sie uns, wenn wir keinerlei praktisch... Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil in vielen Ländern ist es so, dass es Gesetze gibt und in anderen Ländern gibt es keine Gesetze, da klappt die Umsetzung. Zum Beispiel in England, da ist, was ich auch aufgeführt habe, da gibt es keine Anerkennung der Gebärdensprache, aber es gibt einen Service, es gibt Gesetze, es gibt praktisch so fast wie ein ADA, ein Antidiskriminierungsgesetz wie in Amerika. Das ist fast die gleiche Situation, ein Equality Act, den wir da haben. Und diese Situation in England und Großbritannien ist wirklich wunderbar. Und ich denke, die Länder gehen damit ganz unterschiedlich um. Und die Länder müssen für sich entscheiden, welcher Weg der beste und der richtige ist. Durch die UN-Konvention haben wir die Situation, dass sie verpflichtet werden, diese Gesetze auch umzusetzen. Und das ist wichtig, also dass wir auch in Genf die Europäische Kommission hatten, die gesagt haben, die Gesetze müssen umgesetzt werden und aber auch vorher nochmal gucken, wie sie umgesetzt werden. Also sich mit den Gehörlosenverbänden zusammensetzen, sich mit den anderen Verbänden zusammensetzen und auch schauen, wie ist die reale Situation und was kann man wirklich machen, welche Folgen ergeben sich daraus. Und dann zu schauen, welche Möglichkeiten sind da. Es ist nicht immer nur die Landesgesetzgebung, sondern es gibt immer sehr viele Möglichkeiten. Man muss schauen, was ist die spezielle Situation in dem Land und was passt am besten als Lösung. Ich glaube, ich kann doch hier stehen bleiben, oder? Kann ich bitte, vielen Dank, herzlichen Dank, wunderbar. Im Zusammenhang mit der UN-Konvention, da steht ja drin, dass die gehörlosen Menschen ein Recht auf Bildung und Zugang in Gebärdensprache haben. Und ich sehe damit große Probleme, weil man sich ausschließlich auf die Gehörlosen konzentriert. Und wo bleiben da in diesem Zusammenhang eigentlich die Schwerhörigen? Und in einigen Schulen gibt es überhaupt keine gehörlosen Kinder, wird ja immer argumentiert. Kinder mit CI, Kinder mit Hörapparaten werden nicht mehr als gehörlose Kinder bezeichnet. Und kannst du das sehen? Und das heißt, mir ist das hier zu eingeschränkt, zu begrenzt. Und ich glaube, dass es diese Formulierung, dass es immer nur um Gehörlose geht, dass wir uns da selber im Wege stehen, dass wir uns da selber etwas kaputt machen. Wir sollten die Perspektive weiterfassen, wir sollten wirklich gucken, dass wir die Terminologie da nochmal überarbeiten, nämlich für die Perspektive des EUDs dazu interessieren. Ja, also vielleicht habe ich das etwas falsch dargestellt. Also die UN-Konvention konzentriert sich nicht nur auf Gehörlose, sondern auch auf Schwerhörige. Also die Kinder werden sozusagen danach betrachtet, was sie brauchen. Also ganz individuell als Person. Und es geht nicht darum zu gucken, allgemein Gehörlose, allgemein Schwerhörige, allgemein CI-Träger, auch das und das. Sondern jeder wird individuell betrachtet, egal ob er ein CI hat oder Gebärdensprache braucht oder ein CI hat und Gebärdensprache braucht, sondern da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und die UN geht eigentlich davon aus, dass sie gebärdensprachlich gefördert werden und das nicht nur auf gehörlose Kinder und auf den Hörstatus bezogen, sondern es ist da man wirklich breiter gefächert, also dass man besser aufgestellt und kümmert sich wirklich um beides. Ja, noch? Also man muss das natürlich weiterfassen. Also ich habe den Gesetzestext gelesen, ich habe den Text gelesen und für mich ist es so, dass es um Gehörlose geht und dass keine andere Terminologie verwendet wird. Also ich glaube, da wird Deaf benutzt. Also meiner Ansicht nach. Also ich kenne den Text recht gut, Sie können das gerne nochmal nachgucken. Anwerfen. Also da geht es eher um eine breitere Formulierung der Förderung der Gebärdensprache. Also wer das braucht, wer da Nutzer sind, die
Personengruppe wird gar nicht näher bezeichnet. Also insofern ist es eine sehr breite Formulierung, die ganz gut passt. Die, Moment. Genau, das ist jetzt perfekt. Also, da wird zuerst sind viele verschiedene Sachen aufgeführt, also 24 Unterpunkte, und es geht darum um eine individuelle Betrachtung der Person und die Förderung der Gebärdensprache. Also es geht um das Erlernen von Gebärdensprache. Es ist sehr allgemein gehalten. Also insofern, Gebärdensprache ist das Thema. Ist die Person gehörlos? Hat die CI? Das wird überhaupt nicht aufgeführt, darum geht es gar nicht. Und der zweite Punkt ist die Formulierung der Identität, also Gehörlosenkultur und Identität. Also das gehört praktisch zusammen. Wenn man schwerhörig ist und sich auch der Gehörlosenkultur zugehörig fühlt, ist die Formulierung ja genauso gehalten. Also in Deutschland ist es so, dass die UN-Konvention, dass die in deutschen Gesetzen etwas enger gefasst sind als die UN-Konvention. Ganz herzlichen Dank für diesen wirklich spannenden Vortrag. Also ich fühle mich auch gestärkt durch diese Informationen, und ich finde, dass man da sehr viel rausziehen kann. Und trotzdem habe ich immer wieder das Gefühl der Ohnmacht. Ich weiß es nicht, man erreicht etwas, Gebärdensprache taucht irgendwo auf und dann bringt es doch nichts. Und ich glaube, dass Sie das hier alles sehr, sehr beobachten, und vielleicht können Sie uns verwenden für unsere Arbeit, auch Tipps geben, Hinweise geben, und vielleicht können Sie irgendwas uns raten, dass wir tun können. Also ich bette um Hilfe eigentlich. Ja, also das Beste ist immer nicht aufgeben. Also das ist sozusagen der erste Punkt. Ich habe ja auch Barrieren, also ehrlich. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie in der letzten Woche bei der EU keine Probleme hatte, sondern da gab es auch sehr viele Schwierigkeiten und Barrieren. Und wir müssen wirklich, wir haben über 2 Monate lang gekämpft, das Thema Dolmetscher zu bekommen, sozusagen. Und es geht immer um die Situation, sind die auch adäquat, passt das? Und das ist immer die gleiche Situation. Man darf halt sozusagen nicht aufgeben, man muss weiter die Ärmel hochkrempeln und weitermachen. Und das nächste Mal wieder von vorne loslegen. Also, wenn man aufgibt, hat man eh verloren, und dann spielt das Thema Gehörlosigkeit überhaupt keine Rolle mehr, sondern wir müssen da wirklich kämpfen. Also es ist nicht nur einmal, sondern es ist wirklich ein immerwährender Kampf, egal ob man jetzt an die Ebene der EU oder auf die Länderebene denkt. Ich glaube, bei uns gehört es, dass man politisch darauf kommt, irgendwann rutschen, erreichen. Ich bin ja auch so aufgewachsen und habe auch schon dieses Feld. Also ich denke, das kriegt man hin. Also ich finde das ganz prima, und ich halte Sie für sehr vital und den Eindruck, und Sie stecken uns an mit dem SP. Das genau, ist genau, das will ich auch sehr erreichen. Das ist ganz prima. Ja. Selber mit Weißen für Gebärdensprache und Gehörlosenkultur in Rheinland-Pfalz. Und zwar in Frankenthal. Wir haben in Rheinland-Pfalz 2 verschiedene Gehörlosenschulen. Und ich habe mich mal hingesetzt und habe mal geguckt, wie sieht es denn aus, weil nicht klar war, ob die Gebärdensprache in den Schulen überhaupt Eingang hat. Ich durfte nur in Frankenthal hospitieren, und das ist ja eine sehr tradierte, sehr orale Bildungsinstitution. Der alte Schulleiter ist in Rente gegangen, und die neue Schulleiterin weiß etwas, das hat mich schon sehr begeistert über gehörlose Menschen, aber trotzdem ist es noch nicht alles umgesetzt. Weil natürlich das Personal sehr alt ist und eben nicht neu ist und immer noch aus dieser oralen Tradition kommt und jetzt auch in Kontroverse zu der Schulleitung steht. Und wir als Landesverband sind dann auch ein bisschen explodiert und haben gesagt, liebe Leute, so geht das nicht weiter. Wir haben hier eine Konvention, die gibt es, die existiert. Da muss man sich dran halten, da muss man auch etwas verändern. Und meine Frage wäre, haben wir Klagerecht? Können wir jetzt wirklich vor Gericht klagen? Gibt es da ein Klagerecht auf die Umsetzung dessen, was als Rechte in der UN-Konvention verankert wurde? Also das Problem ist in Deutschland, die Bildungssituation bezieht sich auf, Entschuldigung, auf Landesebene, wenn ich mich noch richtig hindrehe. Also wir haben ja in Deutschland, die Gesetze der Bildung sind ja nicht vom Bund gemacht, sondern das sind Ländergesetze. Also insofern ist das eine ganz andere Situation, und dann ist die Frage, ob man das Land Rheinland-Pfalz sozusagen verklagen kann. Das kann man, aber man kann es nicht auf
bundesdeutscher Ebene tun. Weil das ist eben, also Bildung ist ja Ländersache und insofern hat man diese Möglichkeit nur auf Länderebene. Das kann man natürlich tun. Also wenn viele Eltern da diese Einladung machen, hätte man theoretisch die Möglichkeit zu planen. Und wenn man sich zusammenschließt mit 4, 5 Eltern und da wirklich Klage einbringt, kann man das tun. Aktiv werden, dass ich mich also an den Elternverband wende und denen diese Empfehlung gebe oder wie? Der Elternverband oder die Eltern selber. Aber wenn es einen Elternverband gibt, kann man das tun. Aber der Elternverband ist sicherlich ein stärkerer Partner, als wenn Eltern das alleine machen. Es ist immer besser, wenn man sich zusammenschließt und engagiert und eben auch Verbündete sucht. Da ist man sicherlich stärker, als wenn man das alleine als Einzelkämpfer tut. Das ist schon klar, aber dennoch glaube ich, dass es doch so ist, dass das Personal, der Personalrat auf der Schule hier gegen geltendes Recht verstößt. Also da muss man doch diese Leute zur Rechenschaft ziehen. Das wäre sicherlich der erste Schritt, erstmal die UN-Konvention vorzulegen und zu sagen, hier guck mal, das gibt es als gesetzliche Grundlage und sich mit denen darüber auszutauschen. Und wenn es dann nicht funktioniert, ist meine Empfehlung sozusagen der letzte Schritt, den Rechtsweg zu beschreiten, weil erstmal sollte man den Dialog suchen. Ich denke, das ist viel wichtiger. Okay, vielen Dank. Im Zusammenhang mit dem Thema, also ich bin Lehrerin an einer höchstständigen Schule und ich sehe das Problem genauso. Allerdings sehe ich es noch einen Schritt früher, denn es liegt hauptsächlich an der Ausbildung, an uns Lehrerinnen. Wir haben keinen Zugang, richtig Gebärdensprache zu lernen. Und damit dann auch keine Möglichkeit, das in der Schule in Gebärdensprache das Wissen zu vermitteln. Und ich denke, das wäre auch eine Anlaufstelle, dass man sich wirklich anschaut, wie sieht es denn bei der Ausbildung von uns Lehrerinnen und Lehrern aus? Und was muss man da tun? Denn da gibt es wenig Möglichkeit, von unserer Seite, von der Schule, wirklich nochmal hin zu wirken. Also ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Man hat nämlich nicht nur eine Perspektive, also nur die Situation jetzt auf die Schule bezogen, sondern es gibt sehr viele Bereiche. Also auch in der Ausbildung spielt das Thema Gebärdensprache eine Rolle, also auch für professionelle Dolmetscher, da ist es auch ein Thema. Nicht nur die Anerkennung Gebärdensprache und das war's, sondern das zieht sehr, sehr viele Gesetze und sehr viele Neuerungen nach sich. Und das braucht natürlich auch Zeit. Und da muss man eben auch drauf hinwirken, man muss sich mit dem Lehrerverband auseinandersetzen, man muss auch in der Ausbildung gucken, dass das Thema vorkommt. Und es geht nicht nur darum, immer sein Recht einzuklagen, sondern sich auch auszutauschen und den Dialog zu suchen. Und wir haben das Recht natürlich, aber wir haben auch die Verantwortung oder gehörloser Menschen. Das sind zwei wichtige Punkte. Also einmal das Recht zu haben, aber auch die Verantwortung wahrzunehmen. Gebärdensprache natürlich zur Verfügung gestellt zu bekommen, aber auf der anderen Seite eben auch, wie können Hörende Gebärdensprache lernen? Das müssen ja Gehörlose vermitteln. Das sind beide Welten, die da auch zusammengehen müssen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, wir haben keine weiteren Fragen. Ich möchte langsam schließen. Ich bedanke mich für die Fragen, für die Aufmerksamkeit und natürlich dafür, dass Sie gekommen sind, dass Sie bereit waren, hier uns alle teilhaben zu lassen, weil ich glaube, dass wenn es weitere Fragen gibt, die sich im Verlauf der Veranstaltung entwickelt haben, dann wirklich auch dieses Angebot wahrnehmen, Kontakt aufnehmen und mailen. Ich bin auch heute noch den Tag da. Ich bin morgen erst weg, also man kann mich auch gerne ansprechen. Ja, das ist doch prima. Dann setzen wir uns. Ja, oder? Aber hier spreche ich mir. Thank you.